Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir mal mehr Einblicke in das Darknet oder halt eben in das Tor-Netzwerk in diesem Falle. Denn das Darknet kann vielerlei Sachen sein, aber wir schauen jetzt einfach mal in das Tor-Netzwerk rein und auch nicht als Techniker, sondern als Benutzer. Wer den technischen Teil sehen will, den verlinke ich euch gerne mal hier oben im Video. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Was ist denn für den normalen Benutzer und was sieht der Benutzer, was für ein Vorteil vielleicht auch hat der Benutzer von diesem ganzen Thema. Genau. Erstmal, der Tor-Browser ist frei verfügbar. Der Tor-Browser kann kostenfrei heruntergeladen werden, überall auf der torproject.organization.org Seite. Der kann jederzeit runtergeladen und installiert werden und dann ist das Ganze auch einfach direkt verfügbar. Ist quasi ein Firefox. Genau, erstmal grundlegend, ihr seht hier oben schon in der Browser-Adresszeile, also wie gesagt, es handelt sich hier wirklich nur um den Tor-Browser, sonst nichts installiert. Nicht mehr um .de oder .com Adressen, sondern halt eben um .onion, auf Deutsch Zwiebeladressen. Und dann so ein verschleierter Name im Endeffekt, damit einfach keiner diesen Service so direkt findet. Und da sind wir schon mal am ersten Punkt. Es gibt nicht so wirklich irgendwie ein Google oder sowas, damit man hier suchen kann. Dafür gibt es die sogenannten Wiki-Seiten. Auf diesen Wiki-Seiten findet man viele, viele Links, haben sich Leute zusammengesetzt und haben Links rausgesucht durch Leute, die man kennt und einen kennt und was nicht alles, wo hier wirklich versteckte Links sind. Gucken wir mal hier irgendwas mit Bücher. Also ihr müsst immer wissen, natürlich, wir reden hier irgendwie über das Darknet. Es ist hier vielleicht alles nicht ganz legal, was man dort erwerben kann, beziehen kann oder was auch immer, einkaufen kann, verkaufen kann. Aber ihr seht, hier sind so ein paar Links und man kann es leider jetzt nicht sehen, aber hier hinter sind natürlich Onion-URLs versteckt und keine DE oder sonst was. Es gibt aber eine Reihe von vielen Sachen, gerade Forums, wo viel gesprochen wird im Untergrund. Oder hier Whistleblowing, WikiLeaks, sagt jedem irgendwas, WikiLeaks, aber das ist scheinbar ein Mirror und nicht mehr die originale WikiLeaks-Seite, denn die ist meines Wissens, glaube ich, abgeschaltet. Aber na klar, es gibt viele, viele andere Sachen, es gibt Shops, es gibt E-Mail, es gibt ja viele andere Sachen, die ich nicht erwähnen darf. Natürlich schreiben auch hier Leute immer wieder durch irgendwelche neuen Services. Ihr seht zum Beispiel einen Riesenhaufen von Kommunikationsmittel, IRC-Chats, worüber sich ja Communities bilden, die einfach ja anonym bleiben wollen. Darum geht es natürlich hier um die Anonymisierung. Aber der Vorteil ist, man kann auch beispielsweise die Internetseiten durch das Tor-Netzwerk, durch das Darknet kann man auch ganz normale Internetseiten erreichen, um einfach anonym zu bleiben. Als Beispiel, ich rufe jetzt hier einfach mal youtube.de auf. Ihr merkt, das Ganze dauert natürlich ein bisschen länger. Das Tor-Netzwerk ist nicht, oder das Darknet ist nicht das schnellste, aber es funktioniert. Ihr werdet hier, ihr seht schon, ich müsste mich jetzt einloggen, der kennt mich gar nicht. Ich bekomme jetzt hier irgendwelche Videos präsentiert, die ja nicht für mich im Endeffekt da sind, die nicht auf meine Persönlichkeit irgendwo passen. Normalerweise würde ich natürlich Videos angezeigt bekommen, die ganz klar auf meine Persönlichkeit oder auf meine persönlichen Bedürfnisse anhand von meinen Cookies oder sonst was angepasst werden. Der Tor-Browser geht hin, löscht bei jedem Starten alle Cookies, gefühlt bei jedem Klick löscht er alles, was irgendwie nur über euch entstanden worden ist, damit ihr halt eben einfach anonym bleibt und anonym unterwegs seid. Könnt. Gleichzeitig euch selber noch irgendwo schützt, eure IP-Adresse schützt, er gibt euch einfach Hinweise, wenn irgendetwas ja vielleicht nicht ganz richtig ist, aber ansonsten trotzdem immer, was ihr hier tut, in dem Tor-Browser, besonders auf irgendwelchen Internetseiten, immer vorsichtig bleiben. Genau. Zurück zu dieser Seite, also die Wiki-Seite ist das Wichtigste. Es gibt einige von diesen Seiten, hier seht ihr auch die URLs jetzt einfach mal im Klartext. Es gibt viel, was man irgendwie erreichen kann, einfach mal selber umschauen. Umschauen ist kein Problem, einfach nur nichts kaufen, einfach nur nicht mit irgendwem in Kontakt treten, wenn man einfach nicht weiß, was man tut. Wie gesagt, das ist das Video, was sich an den Otto-Normalbürger richtet im Endeffekt. Wer mehr wissen will, ich habe ein Technikvideo, das ist glaube ich hier vor diesem Video erschienen, einfach da mal reinschauen. Genau, ansonsten sieht man auch, ich habe hier selber ein Relay, selber eine Webseite gerade laufen. Ich kann mal gerne
Das ist gerade mein Relay, was gerade bei mir hier läuft. Das macht nichts anderes, als Daten aus dem Tor-Netzwerk, aus dem Darknet anzunehmen, diese einfach ja quasi durchzumixen und die dann wieder rauszuschicken, einfach nur um Datenverkehr im Darknet weiterhin zu verschleiern. Und mit diesem Relay unterstütze ich das sozusagen, dass wirklich die Daten reinkommen und die Daten dann einfach wieder rausgehen im Endeffekt. Keine Sorge, IP-Adresse und so wird alles nachher wieder geändert. Ist einfach nicht aufzufinden. Auf jeden Fall, das ist gerade eben ein Teil des Netzwerkes. Das kann man sich auch anschauen, wenn man einfach mal hier oben im Browser eine Webseite aufruft und hier oben links auf diesen kleinen Schlüssel klickt. Da sieht man jetzt diesen Weg, wie die Kommunikation zu dieser Internetseite stattgefunden hat. Und das ist in dem Falle jetzt, das ändert sich wirklich von Aufruf zu Aufruf. Was sich nicht ändert, ist dieser Wächter, dieser Eingangsknoten hier. Aber der Weg durch das Darknet ist immer ein anderer, um euch bestmöglich zu anonymisieren. In diesem Falle hier ist es, mein Browser geht über die Niederlande, irgendwo nach Deutschland, irgendwo nach Polen und dann landet es bei Polen auf einem Exit-Knoten auf youtube.com und dann natürlich den ganzen Weg wieder zurück zu mir in den Browser, um die Daten im Endeffekt mir zu präsentieren. Das ändert sich immer wieder, jede Internetseite hat einen anderen Weg, jeder Klick hat einen anderen Weg, aber daran kann man so schön hier im Tor-Browser sehen, wie die Wege durch das Tor-Netzwerk ganz normal durchgehen. Wir können ja mal schauen, ich habe hier nochmal ein paar Dienste aufgerufen. Hier zum Beispiel Torbox, ist relativ bekannt, gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ist ein Dienst in dem Tor-Netzwerk, wo ja für E-Mails, kann man eigentlich schon vom Namen her sagen, aber die wirklich lediglich in dem Tor-Netzwerk hin und her gehen können. Es gibt auch Dienste, die können aus dem Darknet raus ins normale, ins Clear-Web, sagt man ja, aber auch vom Clear-Web dann auf irgendwelche Wege ins Tor-Netzwerk rein. Da gibt es Bridges, da gibt es spezielle Internetseiten für, aber hier Torbox, relativ häufig gesehen, relativ häufig, ja, benutzt von Leuten, die halt im Tor-Netzwerk, im Darknet unterwegs sind. Genau, aber natürlich auch solche Seiten gibt es, ne, dass halt Leute ja ihre Dienste, ihre Hacker-Dienste anbieten, um zum Beispiel Webseiten lahmzulegen, DDoS-Angriffe zu machen. Wie immer irgendwie bezahlbar in Bitcoins, ist ja wohl klar. In irgendwelchen digitalen Währungen, wenn man sowas macht, ist das natürlich auch ganz klar zu nutzen, dass man natürlich keine Bezahlung auf irgendwelche Cash-Basis macht. Man will ja irgendwie anonym bleiben. Langes, langes Thema. Wenn man wirklich zu 100% anonym bleiben will, ist das ein langer, harter Weg. Man muss auf viele, viele Dinge achten, wie man wirklich sich zu 100% schützen kann. Da reicht es natürlich nicht aus, diesen Browser nur zu benutzen. Das geht einfach nicht. Genau, aber es wird halt angeboten, was haben wir denn hier, Small Job for Example, E-Mail and Facebook Hacking, Installer, Trojaner, kleine DDoS-Attacken, also Denial of, wie heißt das denn, Denial of Service, ich weiß es gerade nicht auswendig, auf jeden Fall um Webseiten einfach lahmzulegen, ne? Um tausende von Anfragen auf so eine Webseite drauf zu ballern, damit die halt eben offline geht. Das wird natürlich größer. Hier steht schon vor DDoS-protected Internetseiten, also wenn Internetseiten vor sowas wirklich geschützt sind, man kann sich vor sowas eigentlich nicht schützen. Je größer so eine Attacke ist, desto effektiver und auch desto besser werden ja eigentliche Gegenmaßnahmen ausgesetzt und auch diese können erreicht werden. Wer sich in dem Thema auskennt, weiß, eigentlich kann man sich vor so einem Thema nicht richtig schützen. Das bietet der hier jedenfalls an, für Einwurf kleiner Münzen, sag ich mal. Genau. Aber auch als letztes Beispiel jetzt, hier bietet einer für 100 US-Dollar 100 gehackte PayPal-Accounts an. Ne? Von den 100 Accounts werden vielleicht 3 oder 4 noch eine gültige Kreditkarte hinterlegt haben. Natürlich, das ist der kriminelle Hintergrund davon. Auf gar keinen Fall kaufen, genauso wie hier bei diesem Hacker. Man weiß einfach nicht, ja, erhält man denn auch die Leistungen, die man dort einkauft? Ne? Hier gibt es keine Rechte und Pflichten. Ihr seht, diese Internetseiten haben keine Impressums, wo man nachschauen kann, wer hängt dahinter. Wäre ja auch sinnlos. Wir reden hier über ein Anonymisierungsnetzwerk, um einfach nicht zu wissen, ja, wer hängt denn dahinter? Ne? Man weiß nie, was man hier erreicht. Deswegen ist mein großer Ansatz immer, das Ganze zu nutzen zur Anonymisierung, wenn man einfach sich persönlich verschleiern möchte, wenn man auch aus dem in dem normalen Internet sich weiter verschleiern möchte. Dafür ist dann halt eben das Tor, das Darknet, relativ gut nutzbar und auch
einfach nutzbar. Wie gesagt, auch hier wieder, wer ein bisschen mehr wissen will, wer sich weiter schützen will, einfach mal in den Technikteil reinschauen. Da lernt man auch schon mal, wie man beispielsweise durchs Tor-Netzwerk einen Proxy-Server leitet. Genau, das war jetzt der erste Einblick ins Darknet im Endeffekt. Es gibt viele Seiten, einfach mal selber ein bisschen forschen. Tor-Browser runterladen, ich glaube torproject.org heißt die Seite. Kein Problem, könnt ihr auch machen, einfach auf eurem PC installieren, könnt ihr danach auch wieder löschen. Ihr kommt ohne Probleme rein, sucht euch über das normale Internet diese Wikipedia-Seiten, diese Hiki-Wikipedia-Seiten raus, um die ganzen Links zu finden. Und dann klickt ihr euch einfach mal durch. Nichts Verbotenes dabei, einfach mal gucken, einfach mal stöbern, ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung und da kann auch keiner gegen was sagen. Einfach mal ausprobieren. Bis dahin, ich wünsche euch was, bleibt bitte alle gesund und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Ciao.